Vor ein paar Wochen habe ich mir folgende Frage gestellt: Kann ich ohne Vorkenntnisse mein eigenes 3D-Spiel entwickeln? Als erstes habe ich das gemacht, was auch jeder andere machen würde. Ich habe es gegoogelt. Klick, klack, klick, klack. Schnell stelle ich fest, dass ich dafür eine Game Engine benötige und entscheide mich für Unity. Neben Unity werde ich auch noch Visual Studio verwenden, um Skript schreiben zu können. Und natürlich nutze ich meine eigenen 3D-Objekte, die ich mit der kostenlosen 3D-Software Blender erstellen werde. Als nächstes lege ich fest, worum es in meinem Spiel gehen soll und entscheide mich für einen Endless Runner, sowie bei Subway Surfers. Der Player in diesem Fall, der Attack Titan, läuft auf der Mauer und muss Hindernissen ausweichen. Das wird passen. Bevor ich mit dem richtigen Spiel loslege, mache ich einen Prototypen. Und bevor ich damit anfange, erstelle ich meine To-Do-Liste, damit ich weiß, was ich für alles für mein Spiel benötige. Ich würde sagen, wir legen los. Das soll schon passieren. Eine Ewigkeit später. Endlich, nach 1000 Tutorials, gefühlt eine Milliarde Bugfixes, habe ich einen simplen Prototypen erstellt. Jetzt, wo alles funktioniert, würde ich 3D-Objekte in Blender generieren, von dem Spieler zur Mauer bis zu den Hindernissen. Dazu nehme ich meinen Attack Titan aus meinem letzten Video, importiere ihn auf Mixamo, eine super Seite mit kostenlosen Animationen, importiere sie in mein Spiel, füge dann die Mauer hinzu. Das erste Resultat kann sich sehen lassen. Da der Hintergrund noch so leer aussieht, hatte ich noch eine Idee. Ich erstelle für den Hintergrund einen Kolossal Titan im Blender. Im Mixamo gebe ich dem auch eine Laufanimation, importiere ihn dann in Unity. Ich schreibe noch ein Skript, das im Hintergrund mehrfach gespawnt wird. Und fertig ist mein Attack on Titan Endless Runner.